geil die da wegschlittern, wenn man sie mit dem Ding hier hochnimmt. Ja, es war ja so klar wie Klosbrühe. Jetzt müssen wir hier mit dem Speed weg. Jetzt müssen wir ganz schnell reinkommen oder irgendeinen Raketenwerfer finden, weil sonst wird die Situation hier äußerst eng. Was ist das denn hier Geiles? Ja, das machen wir. Das ist die Minigun von dem, mit dem die uns eben eingeheizt haben. Und da hier auf diesem Steg oder was das auch immer ist, hier das Teil, da lag auf jeden Fall auch noch eine. Muss einen liegen, weil wir haben eben noch einen von dem platt gemacht. Nur fraglich, ob wir den damit einheizen können oder ob der darüber nicht nur müde kaputt lacht. Der Hubschrauber, meine ich natürlich. Hier gehen wir nochmal auf den Raketenwerfer. Ich meine, wir können es mal probieren. Was haben wir hier noch Schönes? Y-Munition ohne Ende. Leider kein Raketenwerfer. Ah, da vorne ist noch ein Soldat. Scheiße. Eine ganz miese Aktion, die sich hier für uns überlegt haben. Ich glaube, wir lassen jetzt mal die MG hier weg. Ah, meine Maschinenpistole. Ich mag sie doch so gerne eigentlich. Wir müssen uns auf jeden Fall den Hubschrauber widmen, da hilft gar nichts. Scheiße, kein perfekter Treffer leider. Ich überlege die ganze Zeit, bitte, habt doch ein bisschen Munition für uns oder sowas. Ne, da oben gehen wir nicht hin. Auch wenn da die Munition liegen könnte, ich glaube, das werden wir nicht überleben, weil das ist echt krass da oben. Jetzt mit einer Minigun draufheizen? Ich weiß es ja nicht so echt. Rauchgranaten, können wir alles nicht gebrauchen, ey. Scheiße, Mann, scheiße. Hier können wir auf jeden Fall mal einen Stärkesprung rüber machen. Und dann können wir hier auch nochmal... Hier müsste doch eigentlich jetzt die andere Minigun liegen. Wenn die nicht die war, die wir hier haben, weil die irgendwie runtergerutscht ist oder wie auch immer. Krass. Dieser Drecksack, ey. Nein, ich will einen Stärke-Jump. So, nehmen wir auf die andere Seite. Wo ist der Hubi jetzt da? Penner, stirb! Stirb doch, Mann, stirb! Ich habe keine Muni mehr. Fuck, und ich hänge fest. Oh Gott, wie scheiße ist das denn jetzt, bitte? Meine Fresse, ich habe keine Raketen. Ich habe keine Minigun-Munition mehr. Was soll ich denn noch machen, bitte schön? Haben wir? Leider nicht. Boah! Was ist denn hier plötzlich los, ey? Oha, alter Finne, ey. Jetzt reicht's aber langsam, Leute. Das müssen wir ja eigentlich machen. Den Stützpunkt sichern, ey. Nein! Ach, Kacke. So viel dazu. Ach, da habe ich mich auch blöd angestellt. Eben mit den Raketen. Ich hätte die nicht... Ich hätte die von Anfang an nicht da auf diese Soldaten da pumpen sollen. Das von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Das ist unsere einzige Chance. Sichern Sie das Gebiet, dann schicke ich meine Vögel. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir es jetzt hier nochmal erleben müssen, aber wir haben ja zum Glück halbwegs sinnvoll gesaved. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Und jetzt nicht so schnell vorpreschen wieder. Wir haben hier gleich auf jeden Fall... Was haben wir denn jetzt noch? Haben wir hier noch Raketen?
Die heben wir uns dann natürlich für den Hubschrauber auf, wenn wir wissen, der kommt ja der Hubschrauber. Ah, da machen wir eben einen abgeballert für, damit wir die Raketen überhaupt haben. Dieser Knarre ist das natürlich auch ganz easy. So, mal gucken, dass wir da auf jeden Fall gleich noch einen kriegen, der uns Raketenwerfer-Munition besorgt. Jetzt erstmal hier aufladen. Liegen uns ja die Kugeln um die Ohren. Du, 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 du. Du, du. Ah, das bringt scheinbar nichts, was wir hier entdecken haben. Warum auch immer, aber da kriegen wir den nicht mit umgenietet. Okay, noch 6 Leben, das ist gar nicht gut. Und jetzt kommt ja auch noch einer direkt vor unsere Nase. Scheiße! Nein! Nicht! Nicht! 5! Boah! Gib mir diese Gauschknarre. Oder Gauss. Für den Unsichtbaren. Na also. Wie die weggeschlittert werden. Da liegt auf jeden Fall ein Raketenwerfer. Das ist ja schon mal eine ganz interessante Geschichte. Und jetzt, bevor wir jetzt aber ranpirschen, tauschen wir die einfach gegen das Präzisionsgewehr. Jetzt probieren wir dann mal mit dem Präzisionsgewehr Typen da hinten auszumerzen. Ach, fuck, hi, was machst du denn hier? Den haben wir auf jeden Fall erledigt. So. Fuck! Okay, jetzt müssen wir uns erstmal den Hubi widmen, auf jeden Fall. Aber wir haben noch gar keine Raketenmunition. Ach, ist das zum Kacken, ey. Nein, dort hat kein Feuer von zwei Seiten. Wir müssen zu diesem Raketenwerfer, um jeden Preis. Das überleben wir aber nicht, wenn wir da jetzt einfach so hinrennen. Puh. Wow, da ist mir der Atem gestockt kurzfristig. Verständlicherweise, wo ist der? Na also. So, wo sind wir den jetzt schon mal auf jeden Fall quitt? Keine Munition mehr. Warum kam das Ding denn überhaupt noch mit uns rum hier, den Scheiß? Dann machen wir es halt mit der MP. Ich schalte mal gerade den Schussmodus um. Ein paar mehr Einzelschüsse haben. Kann man schon ein bisschen genauer schießen, genau so. Puh. Das war jetzt schon mal eine ganz schöne Aktion. Aber es hat auf jeden Fall besser funktioniert als eben. Da probiert er uns, glaube ich, ein Scharfschütze das Leder zu gehen. Ah, den haben wir. Den haben wir bekommen. Von schön mit Präzision von hinten erledigt. So muss das laufen. So muss das laufen. So nicht anders. So. Haben wir aber nochmal Glück gehabt. Puh, ich habe eben schon dem Tod ins Auge gesehen. Ich dachte, oh, 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 oh. Das ist ja wieder typisch. Der Sarazar immer mehr Glück als Verstand. So ist das halt bei mir. Da macht man gar nichts. So, hier hoch jetzt. Gucken, was es dort erwartet. Mal gucken. Ah, da war doch. Stirb! Scheiße, scheiße, scheiße. Müssen wir den Schussmodus wechseln, nachladen? Moment, unsere Jungs können nicht landen. Sichern Sie die Landezone, damit wir Verstärkung schicken können. Da ist auf jeden Fall noch dieser eine andere mit dem koreanischen Nanosuit, beziehungsweise dem Nanosuit von Aldi. Da war er. Ich habe gesehen, sein Umriss.
Was? Ein ganzes Magazin draufgepiest und bist nicht tot? Also, lass mir die Muni hier. 1-8, hier ist Vulture 3-6. Der Abstieg. Die Landezone ist sicher wie Fort Knox. Over. Roger 3-6. Die Landezone ist sicher wie Fort Knox. Sitz Luftraumüberwachung vor. Over. Roger 1-8, bleib auf Empfang. Zentrale, hier ist 1-8. Starke KVA-Aktivitäten am Eingang der Mine. Wir sollten warten, bis die Verstärkung eintrifft. Over. 3-6, Ladung abgesetzt. Muss jetzt mal. Jetzt über dem Zielgebiet, over. Ich brauche Sie an vorderster Front. Dringen Sie in die Mine ein und finden Sie General Kyung. Meine Jungs regeln das Gelände ab. Sobald Sie die Geisel gefunden haben, lasse ich Sie ausfliegen. Viel Glück. Boah, jetzt gehen wir aber richtig ab hier. Nehmen wir mal die Brandgeschosse. Da vorne ist doch auch ein Feind. Ich sehe ihn doch schon. Ich kann ihn doch schon ausmachen aus der Ferne. Der Typ, der da die ganze Zeit mit dem Rohr in die Luft hält. Ich glaube, das ist sogar ein... Ach ja, schön. Also die Brandgeschosse haben es auf jeden Fall in sich. Da renne ich auch gerne wieder mit der FY rum. Unsere Kumpanen sind da, Jungs. Gut, dass ihr auch endlich mal erscheint, nachdem ich hier die ganze Drecksarbeit schon gemacht hab, ne? Ja, nur mal so zur Info. Defensivstellungen, Vorrat, Vorrat! Sie sind eine Ein-Mann-Armee, Nomad, aber ab jetzt übernehmen wir. Viel Glück, Sir. Danke, kann ich gebrauchen, auf jeden Fall. Hier geht's ja auch heiß zur Sache. So, Minenkomplex und Geiseln. Ja, ich denke, da müssen wir erst in den Minenkomplex und dann wahrscheinlich unterirdisch. Infiltrieren Sie den Minenkomplex. Dringen Sie in den Minenkomplex ein und finden Sie die Geiseln. So weit, so gut. Das wollen wir dann auch mal machen. Da steht auch schon ein Jeep bereit, mit dem wir dorthin fahren können. Eine schöne Karre. Modell KVA. Geländewagen. Hier mit dem schönen nordkoreanischen Sternchen drauf. Scheiße, was zum Teufel war das? Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Irgendwas ist da gerade aus dem Felsen gekommen. Die Koreaner ziehen sich zurück. Das ist Ihre Chance, Nomad. Durchbrechen Sie Ihre Verteidigung. Da kommt irgendwas auf mich zu, Major. Major. Major, das ist irgendwas, was nicht lebend ist. Und wir schlagen uns hier mit den Koreanern rum. Ganz andere Probleme im Moment, ey. Das ist echt ein Witz, eigentlich hier. Das ist ja wohl ein Witz. Schlechter. Nee! So will ich das ja mal gar nicht. So hatte ich das ja mal gar nicht vor, ja? So, wenn, ne, wenn hier schon einer wen umbringt, dann bin ich das. Und ich bringe dich um, nicht andersrum. Ja, bitte, lieber Koreaner. Und was ist das für ein Teil, was da gerade abgestürzt ist, offensichtlich? Ich meine, von den Koreanern sind ja auch nicht mehr so viele über, also... Ich weiß gar nicht, was die hier für einen Grund zum Muffensausen haben. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was habe ich denn da angestellt? Ja, ich drücke Feuer, um sofort zu laden. Ah, da sind wir, alles klar. Da haben wir nicht viel Zeit verloren. Da haben wir sogar besser gemacht als eben. So, jetzt aussteigen. Weil diese Jeep-Knarre, diese Knarre am Jeep, die ist einfach sowas von unpräzise. Also ich bin da... nicht so der Berauschung zu schützen mit, aber ich glaube, das ist auch nicht so das Geilste, was ich hier gemacht habe gerade. Hä? Warum? Wie haben die jemanden den so locker flockig das Köpfchen weggeknallt und jetzt dauert das so lange? Ah, mein Laservisier fehlt mir auch eindeutig. Zack, ruf damit. So, jetzt haben wir erstmal keine Feinde mehr am Arsch. Bevor ich jetzt aber weiterziehe und dieses Abenteuer bestehe,
wenn wir in den Minenkomplex eindringen und uns durch die Höhlen des Grauen schleichen. Ja, bevor ich das mache, melde ich mich mal ab, denn ich mache jetzt erstmal ein kleines Let's Play, Boys, hier nach fast 2 Stunden durchgehend zocken von Crysis. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise ihr hört mich und ich lese euch. Viel Spaß und danke fürs Zuschauen.